Moin, ich bin Malermeister Andi und willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video wollen wir in diese weiße Wohnung mal ein wenig Farbe reinbringen. Und ich zeige euch, wie man scharfe Farbkanten hinbekommt, wie man dunkle Farbe richtig aufrollt und was ihr sonst noch so beachten müsst. Viel Spaß beim Video. So, ich bin wieder auf einer meiner Baustellen und wer mich fleißig verfolgt, weiß, auf welcher Baustelle ich bin, vielleicht, denn ich habe hier schon zwei Videos gedreht. Einmal habe ich euch gezeigt, wie wir die schön glatten Wände gespachtelt haben, wie wir das hinbekommen haben. Und zum anderen habe ich euch gezeigt, wie wir den Boden gelegt haben und was für Material wir benutzt haben. Jetzt möchte die Kundin zum Schluss noch einige Wände farbig gestaltet haben, insgesamt fünf Stück. Zwei in der Küche, zwei hier im Wohnzimmer und einen im Schlafzimmer. Allerdings sind es alles dieselben Farbtöne. Ich habe zwar schon Videos gemacht, wie ich Wände farbig gestalte und wie man auch richtig abklebt, aber es kommen immer wieder in den Kommentaren Fragen auf, die ich in diesem Video nicht beantwortet habe. Und auch in diesem Video werden bestimmt wieder Fragen auftauchen, wo ich vielleicht nicht darauf eingegangen bin oder was ich vielleicht vergessen habe zu erwähnen. Also, sollte das der Fall sein, solltet ihr eine Frage haben, immer ab in die Kommentare damit und ich werde sie dann auch beantworten. Aber ich werde mal versuchen, nichts zu vergessen, mal sehen, ob ich das schaffe. Wir fangen in der Schlafstube an. Der Kunde wünscht sich einen kleinen Fries. Das heißt, wir bleiben von der angrenzenden Wand und von der Decke einfach ein bisschen ab, indem wir uns das abkleben. Warum machen wir das? Ich empfehle es nämlich auch immer, weil die Decke nie 100% gerade ist und wenn wir da mit der Farbe an die Decke rangehen, dann sieht es nachher so aus und das heißt, wir haben nicht gerade gemalt, obwohl wir nur die Decke angenommen haben. Das bekommen wir besser hin, wenn wir einfach ein Stückchen wegbleiben von der angrenzenden Wand und auch von der Decke. Dann haben wir ein schön gerades Bild und das sieht immer vernünftig aus. Dafür benötigen wir vernünftiges Kreppband oder auch sogenanntes Goldband. Ich habe hier zwei verschiedene. Einmal ein etwas orangenes, das findet ihr bei mir im Shop und ein etwas gelberes, das findet ihr bei Amazon. Ich verlinke euch das mal. Der Do-it-yourselfer kann sich natürlich auch gerne in meinem Shop umschauen, aber ich verkaufe nur paketeweise. Also sprich, der Do-it-yourselfer kann wahrscheinlich nichts mit 60 Rollen auf einmal anfangen. Wenn ja, sei herzlich willkommen auf meinem Shop, kannst dich gerne mal umschauen. Aber für die Do-it-yourselfer verlinke ich sonst auch bei Amazon die einzelne Rolle hier oder könnt ihr auch zwei, drei Rollen kaufen, aber ihr wisst, was ich meine. Und für euch Maler, die sowieso immer Kreppband brauchen zu Toppreisen, schaut gerne im Shop vorbei. Aber wie gesagt, die Do-it-yourselfer sind auch gerne eingeladen. Ich möchte nicht, dass ihr nicht da kauft, sondern ich sage es einfach nur, weil ihr wahrscheinlich nicht 60 Rollen auf einmal braucht. Ich glaube, ihr wisst alle, was ich meine. So, ansonsten ab einfach in die Videobeschreibung schauen und dann könnt ihr euch das mal anschauen, was ich da alles so habe. Wir fangen an abzukleben. Das Doofe ist jetzt, ich würde euch für die Maler unter euch auch gerne das hier zeigen, aber ich habe zwei verschiedene Größen und ich will hier nicht in verschiedenen Räumen verschiedene Größen anwenden. Daher entscheide ich mich jetzt für dieses Kreppband hier und nicht für mein eigenes, weil das ist zu schmal und ich habe leider nicht die richtige Breite mit. Wir fangen hier an der angrenzenden Wand an. Wir haben jetzt hier 25 mm. Wenn ich von diesen Kreppband spreche, spreche ich auch gleichzeitig von meinen, weil die können beide dasselbe. Wir haben hier ganz glatte Untergründe. Ich, wie gesagt, am Anfang verlinke ich euch oben das Video nochmal. Dann könnt ihr sehen, wie wir die glatten Wände hinbekommen haben. Also brauchen wir jetzt nicht Acryl oder das Kreppband nochmal mit Farbe überstreichen etc. pp. Weil beide Kreppbänder funktionieren so auf glatten Untergründen, dass wir die nicht weiter vorbehandeln bzw. versiegeln müssen. Wir brauchen nur abkleben. Für die, die noch nicht so oft abgeklebt haben, würde ich empfehlen, das mit der Wasserwaage oder mit einem Laser wäre natürlich noch besser. Da müsst ihr nicht mit der Wasserwaage auf der Wand rumkritzeln. Mit dem Laser hier einmal einen Strich runter und den könnt ihr darauf abkleben. Aber da ich schon so oft abgeklebt habe, brauche ich das nicht mehr. Ihr könnt euch natürlich auch am Kreppband langhangeln, weil ihr seht ja, wenn das schief wird, seht ihr das und zweitens, wenn das ein Kreppband einen Knick bekommt, dann wird es natürlich auch schief. Ansonsten oben nur Fingerspitze andrücken, dann nehmt ihr die Rolle, legt sie an die gegenüberliegende bzw. an die angrenzende Wand ran und drückt sie dann in die Ecke rein und jetzt nicht runterziehen wie so ein Wilder, sondern einfach nur mal ein bisschen antippen, damit ihr es ein bisschen fixiert und dann könnt ihr mal Stück für Stück ein bisschen doller andrücken und ich würde einfach nur die Kante andrücken, also nicht immer das ganze Kreppband, weil umso leichter kriegt ihr es nachher ab. Wichtig ist nur, dass die äußere Kante, wo die Farbe nicht drunter laufen soll, angedrückt ist. Dasselbe wieder, Finger rauf, abrollen, so 80 cm, Kreppband wieder an die angrenzende Wand andrücken, mit dem Finger wieder leicht antippen
Und dann immer Stück für Stück ein bisschen doller. Und jetzt habe ich hier ein Problem, weil hier ist was unterm Kreppband. So, jetzt nochmal leicht andipsen hier. Und dann immer Stück für Stück ein bisschen doller. Dann kommen wir jetzt noch zum letzten hier. Und da das letzte Stück. Wenn ihr von Anfang an gleich voll dran drückt, kann das sein, dass das Kreppband verschiebt oder euch eine Falte reindrückt. Daher immer erst vorsichtig und dann immer Stück für Stück ein bisschen doller andrücken. Und ihr seht ja, ich mache auch nur die äußere Kante. Dasselbe machen wir jetzt an der Decke auch. Wieder Fingerspitze andrücken, hinhalten, leicht andrücken und dann immer fester werden. Abziehen. Abziehen. Dann kommen wir zum nächsten und zwar zum richtigen Werkzeug. Immer oft gefragt, welches Werkzeug? Schmeiß weg. Ich empfehle euch, das ist kein Muss, ich empfehle euch eine Teleskopstange. Weil, schon oft gesehen, die Leute haben das Ding in der Hand und müssen sich von oben nach unten bücken. Und so sieht das denn aus. Oder meistens sieht es noch so aus. Das brauchen wir nicht. Wenn wir eine Teleskopstange haben, das ist eine Art Armverlängerung. Da sind wir weit weg von der Arbeit und das wollen wir ja immer. Und wir müssen uns nicht bücken und schonen unsere Knochen. Daher Teleskopstange. Auf der Teleskopstange eine Lammfellrolle. Flor, also sprich die Florlänge, also das sind hier das Lammfell, was hier drauf ist, von mindestens 12 bis 18 mm. Verlinke ich euch aber auch alles in der Videobeschreibung. Dann benötigen wir noch ein Mäuschen oder eine Heizkörperrolle, auch Lammfell und einen vernünftigen Pinsel, entweder mit Kunststoff oder wie hier mit China-Borsten. Und dann kommen wir natürlich noch zum weitaus Wichtigen und zwar zur vernünftigen Farbe. Kann man Farbe aus dem Baumhaus bzw. aus dem Baumarkt benutzen? Ja, kann man. Ich kenne sie aber nicht. Also, weil ich immer wieder gefragt werde, wie ist Alpina Farbe, wie ist die Farbe, wie ist die Farbe? Weiß ich leider nicht. Ich verarbeite nur die Farben aus dem Fachmarkt. Also, ich habe hier von der Firma Mega die Rekord. Und die habe ich mir eintönen lassen in so einem dunklen Grün hier. Für alle, die jetzt wieder fragen, welcher Farbton das ist, so sieht das aus. Das ist der Farbton PR7440. Müsst ihr mal gucken, ob ihr das angemischt bekommt, falls euch der Farbton interessiert. Ich würde jetzt sagen, wir fangen jetzt an und wie wir anfangen, das zeige ich euch. Die Frage ist immer, wie oft muss ich so eine Wand streichen? Erstens, ihr müsst die Wand nicht weiß streichen. Habt ihr jetzt eine blaue Wand und ihr wollt grün streichen, könnt ihr einfach grün drüber streichen. Habt ihr eine orangene Wand und ihr wollt die orange Wand blau haben, könnt ihr einfach blau rüberstreichen. Habt ihr eine rote Wand und die rote Wand soll gelb werden, könnt ihr einfach drüber streichen. Weil immer die Frage kommt, Andi, muss ich eine Wand vorher weiß streichen, bevor ich den nächsten Farbton draufstreichen möchte? Nein, müsst ihr nicht. Ihr könnt einfach den gewünschten Farbton auf den vorhandenen Farbton aufstreichen. Ob ihr einmal oder zweimal streichen müsst, kommt ihr darauf an, wie viel Geld ihr für die Farbe ausgibt, was ihr für Farbe kauft und vor allem, was das für ein Farbton ist, den ihr euch habt anmischen lassen. Ich habe jetzt hier von der Firma Mega Rekord, das ist Deckkraft Klasse 1, das ist eine gute Farbe, die kann man sehr gut für so eine Farbtöne verwenden, sonst hätte ich sie auch nicht gekauft. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt an, aber eine Sache habe ich noch vergessen. Ich möchte mir die angrenzende Wand noch einmal abkleben, weil es kann sein, dass die Farbe spritzt oder es kann nicht sein, es wird so sein, dass kleine Spritzer auftauchen werden und ich möchte sie nicht auf der frisch weißen Wand haben. Daher klebe ich mir nochmal was mit einem Handmaske ab. Solltet ihr keine Handmaske haben, empfehle ich euch sonst diese Folie mit dem Kreppband dran. Wie gesagt, ich verlinke euch alles unten in der Videobeschreibung, damit ihr das zu Hause nachmachen könnt. Aber ich habe jetzt den Handmasker hier und klebe mir einmal die Wand ab. Muss jetzt auch nichts Schickes sein. Es geht nur darum, dass die kleinen Sprenkler nicht auf die andere Wand kommen. So, jetzt sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite und können anfangen zu rollen. Wir fangen erst an, die Wand zu beschneiden. Sprich, wir nehmen das Mäuschen und rollen einmal vorsichtig auf ein Kreppband rum. Also jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht gegen die Decke ditschen. Und dann rollen wir die Wände aus. Tut mir einen Gefallen und seid nicht so sparsam mit der Farbe. Was meine ich damit? Wenn ich hier die Farbe rolle mit dem kleinen Mäuschen, dann habe ich jetzt 40 cm gerollt und nehme mir wieder Farbe. Wieder 40 cm. Und wieder Farbe.
Kann gut sein, dass diese Farbe sogar mit einmal deckt. Wie gesagt, das kommt immer auf den Farbton drauf an. Das kann man so immer gar nicht pauschal sagen, ob es deckt oder nicht. Das soll nicht passieren. Was ihr nicht vergessen solltet, wenn ihr euch die Farbe nicht gerade frisch geholt habt, sondern der Pott schon ein paar Tage steht, dann nehmt ihr euch ein Rührholz und rührt die Farbe nochmal vernünftig auf. Außer natürlich, ihr holt sie gerade und die kommt gerade aus dem Rüttler, dann müsst ihr natürlich nicht nochmal umrühren. So, nachdem wir die Wand nun beschnitten haben mit der Heizkörperrolle, nehmen wir uns unsere Lammfellrolle, in dem Fall 18 cm, haben die leicht feucht gemacht. Einmal unter Wasser anhalten und dann vernünftig ausrollen, damit sie leicht feucht ist, dann nimmt sie nämlich besser die Farbe auf. Noch ein kleiner Tipp, falls ihr nicht aus dem vollen Eimer streichen wollt, nehmt euch natürlich noch einen zweiten ovalen Eimer mit. Von dem Ort, wo ich die Farbe gekauft habe, die haben auch meist leere ovale Eimer zum Verkauf, damit ihr euch was abfüllen könnt und euch das Streichgitter reinpacken könnt. Ich benutze jetzt kein Streichgitter, Schande über mein Haupt. Weil ich streiche einfach ohne Streichgitter, das ist aber Geschmackssache. Aber als Anfänger empfehle ich auf jeden Fall ein Streichgitter. Dann hauen wir uns ordentlich Farbe auf die Rolle. Wie gesagt, ich arbeite ohne Streichgitter und es wird trotzdem gleichmäßig, weil ich habe auch schon öfter gelesen, es wird nicht gleichmäßig, ist Quatschkram. So weiter. So, die Rolle müssen wir jetzt erstmal ein bisschen einarbeiten. Ihr seht, ich nehme jetzt schon wieder eine neue Farbe auf die Rolle drauf, nachdem ich gerade mal zwei Rollen breiten gestrichen habe. Wichtig ist, von oben nach unten durchziehen. Keine halben Bahnen, keine halben Sachen. Von oben nach unten komplett durch. Wenn ihr merkt, die Farbe quetscht sich schon zusammen, dann ist es der Zeitpunkt, neue Farbe auf die Rolle zu nehmen. Immer noch mal leicht nachrollen, damit wir nicht so starke Struktur haben. Und wieder Farbe auf die Walze. Ansetzen und von oben nach unten komplett durchziehen. Wenn ihr das nicht macht, wird eure Wand scheckig und man sieht, wie ihr gerollt habt. Und wenn ihr nicht genug Material benutzt, dann sieht man das auch. Immer noch mal leicht nachrollen und wieder Farbe. Und das machen wir so lange, bis die Wand fertig ist. So, jetzt kommen wir an einen Punkt, wo wir merken, dass die Rolle langsam eingearbeitet ist. Also sprich, sie speichert, sag ich mal, die Farbe ein bisschen besser. Dann kommen wir nämlich schon ein Stückchen weiter als wie zum Anfang. Könnt ihr mal sehen, man braucht eine halbe Wand, um die Rolle erstmal vernünftig einzuarbeiten. Und jetzt können wir erst richtig Meter machen. Aber nicht falsch verstehen, trotzdem immer noch genug Farbe auf die Rolle aufbringen. Wir kommen jetzt vielleicht eine Rollenbreite mehr als wie zum Anfang. Also Anfang kommen wir vielleicht zwei, jetzt kommen wir drei Rollenbreiten. Mal, das ist die zweite und jetzt fängt die dritte Rollenbreite an. So, und jetzt wieder ganz ohne Druck. Ganz ohne Druck hoch und runter. Ihr müsst schön zart sein. Mit Liebe müsst ihr das machen. Wenn ihr da Liebe reinsteckt, dann wird es auch so aussehen. Herrlich. Und wieder Farbe drauf. So, und das war's mit dem ganzen Zauber. Das müssen wir jetzt noch viermal mehr machen, also let's go. Ach, eine Frage kommt auch manchmal auf. Und zwar, wann muss ich das Kreppband abziehen? Muss ich das jetzt sofort abziehen oder kann die Farbe ruhig trocknen? Bei normaler Dispersionsfarbe, wie hier der Fall, können wir es auch ruhig hängen lassen. Also sprich, die Farbe kann ruhig trocknen.
Solltet ihr Latexfarbe verwenden, muss es im nassen Zustand abgezogen werden, weil sonst bildet sich ein Film über das Kreppband und wenn wir den abziehen, dann kann es sein, dass wir die Farbe auch mit abziehen. Hier kann das nicht passieren, daher kann das ruhig trocknen. Ich könnte das Kreppband auch jetzt schon abziehen, aber ich lasse es dran. Es sieht schon sehr gut aus, aber der Schein trügt auch manchmal. Daher lassen wir sie antrocknen. Ich streiche die anderen Wände nochmal. Dann gucken wir uns diese Wand an, ob wir nochmal ein zweites Mal rüber müssen oder ob ich schon so lassen kann. So, die erste Wand ist durchgetrocknet und nun kommen wir zum spannenden Teil, denn wir wollen das Goldband entfernen. Zum einen hat die scharfe Farbkante funktioniert und zum anderen hält auch die Farbe unter dem Kreppband bzw. unter dem Goldband. Weil manchmal kann es auch sein, dass man das wieder mit abzieht. Aber hier haben wir eigentlich alles richtig gemacht, wie wir die Wände bearbeitet haben. Nach dem Schleifen vernünftig grundiert, das vernünftig durchtrocknen lassen, dann weiß gestrichen und dann den Farbton drauf. Also müsste eigentlich nichts schief gehen. Wir fangen an, das Kreppband abzuziehen und ich bin gespannt, wie es aussieht. So, die Wände sind fertig gestrichen und ich hatte Glück, denn ich musste die Wände nur einmal streichen. Die Farbkanten sehen perfekt aus. Somit mache ich jetzt Feierabend. Aufgeräumt habe ich auch alles. Ich zeige euch im Anschluss nochmal ein paar Nahaufnahmen und wie die ganze Baustelle hier jetzt fertig aussieht. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein wenig weiterhelfen. Wenn ja, würde ich mich über ein Däumchen freuen. Nach oben natürlich. Und ihr könnt auch gerne kostenlos den Kanal abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen angenehmen Sonntag und ich hoffe, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder um 10 Uhr. Bis dahin, ciao Leute.